Am letzten Schultag in Österreich sind 17 Schülerinnen und Schüler leicht verletzt worden, als ein Zug der Murtalbahn nach Unwettern in den Fluss Mur gestürzt war. Der Zugfahrer hatte die Kollision mit einem auf den Gleisen liegenden Baum nicht verhindern können. Zuvor hatte es heftige Unwetter gegeben. Die Jugendlichen, die eigentlich ihre Zeugnisse bekommen sollten, konnten selbst aus dem Zug herausklettern. Das Unglück passierte zwischen Salzburg und der Steiermark. Ja, also wir sind mit der Murtalbahn gefahren und auf einmal ist ein Baum auf der Strecke gelegen und wir haben ein Ruckeln gehört und dann haben wir rausgeschaut aus dem Fenster und da war aber gar nicht im Wasser. Das war richtig beängstigend und ja. Ja, also wir sind da aufgeklettert also, und sind halt da raus bei der Tür. Am Freitagmorgen befanden sich 53 Schülerinnen und Schüler in dem Zug.